Aufnahme los. Was geht ab? Was geht ab? Im Planen. Voila, Planen ist nicht mein Ding. Wenn man von Null startet, gehen die ersten 20-30%, die gehen immer ziemlich gut. Neben den grünen Stichtier, die machen Folgendes. An der Stelle lernen die und lesen ein Buch und gucken, was kann ich machen und unterhalten sie miteinander und dann auf einmal... Hi, na, wie geht's? Gut? heute ist Sonntag. Ich hoffe, euch geht's gut. Hier nehme ich mal mit hier so ein bisschen nochmal durch die Bude. Ich wollte euch einfach mal so ein bisschen erzählen, was bei mir so die letzten Wochen und Tage los war. Oh, guck mal, warte mal, kann ich das hier drehen? Was für ein abgefahrenes Wetter draußen immer noch ist. Guck mal, es ist immer noch, boah, voll mit Sonne und so. Ja, ja, whatever. Also die letzten Tage, Wochen, habt ihr mitgekriegt, habe ich auch wenige Videos hochgeladen. Das lag daran, dass wir hier ganz schön viel gerödelt haben. Ja, sonntags. Was macht ihr so am Sonntag? Also wie gesagt, ihr seht ja, ich habe keine Freunde. Ich hänge hier so in der Fahrschule ab. Guck hier so rum, was hier so geht. Hier steht noch eine Kamera rum. Ach so, ja, weil ich gleich noch ein Video aufnehme. Ja, du, wenn du Bock hast, dann kannst du liken oder abonnieren hier das ganze Ding. Weil ihr kennt das ja. Es ist ja immer das Gleiche. Es ist immer das Gleiche. Immer liken und abonnieren. Und liken und abonnieren sie. Oh, warte mal, nicht. Kann man mich besser sehen. Die gute Farbe. Also, jetzt mal ganz unter uns. Ich habe echt sau viel zu tun gehabt. Sagt man, ich weiß nicht, ob ich das so sagen, aber es war schon hammer viel. Da waren Dinge dabei, richtige Böller, wo ich so gedacht habe: Alter Belli, wie soll ich das denn schaffen? Habe ich aber geschafft. Ja. Ja. Stehen wir hier. Also, mit habe ich aber geschafft. Ich kann euch leider keinen Ausschnitt aus meinem Terminkalender irgendwie hier einblenden, weil das raff ich nicht, wie das geht. Ist mir auch jetzt aufwendig. Aber ich habe also die letzten 3 Wochen immer so 12, 13, 14 Stunden am Tag durchgechackert. Chakalaka. Ja. Und dabei musste erstmal cool bleiben. Ganz ehrlich, das musste erstmal, da musste erstmal cool bleiben. Werde ich aber ein bisschen wild, ja. Es war nicht so easy, nicht so easy. Aber dank vielen guten Leuten, die ich auch um mich drum rum habe, habe ich verschiedene Techniken gelernt, mit denen ich dann damit umgehen kann, wenn man mal so in so einer Situation ist, wo man denkt: Junge, 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 Junge. Ja, so können wir uns doch ganz noch viel gemütlicher. Ja, auf jeden Fall habe ich dank dieser Leute dann eine Menge guter Sachen gelernt. Und konnte halt diese Situation richtig gut meistern. Jetzt, da wir noch einen Fahrlehrer haben, dazu eingestellt, können wir, also habe ich mehr Zeit wieder für Videos und so weiter. Und ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber es gibt ja, also so menschenprofiltechnisch gibt es also verschiedene Typen, ne? Und der eine ist so ein Typ, der andere ist so ein Typ. Der eine mag lieber Blumen, der andere haut lieber auf Blumen drauf. Originale Nichtskönner! Da gibt es ja ganz viele verschiedene Menschentypen. Ich bin so ein Typ, ich mag auch Blumen. Und was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ich mag auch Blumen. Wie habe ich denn diese Metapher mit den Blumen, die... Hoffentlich hört hier kein Nachbar zu, der denkt, ich habe ja komplett einen anderen Wurm. Ja, auf jeden Fall, jeder ist ja ein anderer Typ. Und ich habe, muss ich euch ganz ehrlich sagen, ich bin sehr, sehr kreativ und ich bin auch bereit, sehr, sehr viel zu arbeiten. Ich bin sportlich, ich habe richtig Special Features, was so, also als charakterlich, was so diese ganze Kreativität und Marketinggeschichte angeht, bin ich richtig gut. Bis da, wo ich richtig nicht so gut bin? Im Planen. Voila, Planen ist nicht mein Ding. Ist hier eine Baustelle für Vollidioten. Ehrlich, ich sag euch das. Ich habe schon, als ich früher da in der Grundschule da abgehangen habe, habe ich schon immer gedacht, das ist nicht euer Ernst hier, ne? Diese ganze Hausaufgaben und das alles. Ich weiß nicht, warum ich in die Schule muss. Das kam ich nicht so, es war nicht so mein Ding. Aber irgendwann kommt der Tag, an dem auch ihr herausfinden werdet. Oh, ich bin doch nicht jeder Bauchef, ich fahre nur einen Bagger. Dass nicht die anderen an euren Problemen schuld sind, sondern ihr selber daran schuld seid, in der Situation, in der ihr gerade steckt. Ob es euch gut geht oder schlecht, dafür seid ihr selber verantwortlich. Und aus dieser Situation heraus habe ich auch gestern wieder hier gesessen und den Hintern zusammengekniffen und echt geplant. Aber nur so kommst du vorwärts. Ich kann euch auch mal zeigen, warum. Hat mir ein Coach gezeigt, fand ich richtig cool, pass auf. Aber nicht da, nicht.
Chat geht ganz schnell. Bitte blenden Sie Werbemusik ein. Also pass auf, das Leben und dein, alles was ihr so macht, funktioniert eigentlich immer so. Wenn, ich mach mal hier so ein Diagramm, den kennt ihr ja noch, ne? Wenn hier oben Perfektion ist, perfekt, so, und hier unten ist unser Start, da, Start. So, dann startet man ja immer hier. Kann man das überhaupt so sehen? Ja, ich hoffe. Also was auch, man startet. Und wenn man von null startet, gehen die ersten 20-30%, die gehen immer ziemlich gut. Also das ist hier, das kannst du auch auf alles ummünzen, auf eine Beziehung oder so. Wenn ihr jemand Neues kennenlernt und denkt so, wow, der ist ja total cool und der ist ja geil und mit dem ist ja richtig cool. Und nach so 20-30% passiert Folgendes. So, das. Und jetzt kann man... Also 96% waren es, Entschuldigung. 96%, jetzt nehme ich mal einen anderen Stift. Von uns Menschen machen jetzt an dieser Stelle hier was? Einen Haken an die Sache und sagen, ey, wisst ihr was, da ist nichts für mich. Hier ist nicht der richtige Partner für mich. Das ist nicht die richtige Firma für mich. Das ist nicht der richtige Job für mich. Nicht der richtige Sport für mich. Nicht der richtige whatever. Und dann sucht ihr euch was Neues aus. Keine Ahnung. Golf, ja, und dann packt ihr hier an und merkt relativ schnell, oh, das läuft ja ganz gut, und auf einmal, doch nicht, und dann denkt ihr, nee, Golf ist auch scheiße. Machen wir was anderes, spielen wir Batman. So, und dann am Anfang, oh ja, und dann geht wieder das Gleiche. Und mit euren Partnern ist das genau das Gleiche, das geht auch hier wieder los, und dann so nach 3, 4, 5 Monaten kommt mal das erste Plateau, so nennt man das Ding, und dann denkt man so, boah, könntest du die Socken auch mal wieder wegräumen, wo? Ja. Und erfolgreiche Menschen, zu denen ihr natürlich auch zählt, die machen hier an der Stelle nicht das X. Was machen die? Die... Neben den Grünen stickt hier, die machen Folgendes. An der Stelle lernen die und lesen ein Buch und gucken, was kann ich machen, und unterhalten sie miteinander, und dann auf einmal... geht's wieder ab, Baby! Da geht's wieder nach oben. Und das habe ich jetzt auch gemacht in letzter Zeit. Ich war hier. Da. Das war so meine... Taktik, ja? Und jetzt geht's wieder hier, da bin ich wieder. Geht wieder hoch. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis jetzt bald wieder das passiert. Aber dann machen wir, also du und ich, wir machen dann was? Und den roten Stift und machen dann X. Dann holen wir uns erstmal Schürpommes mit Mario. Nein, Mann! Dann hauen wir wieder richtig rein, dann fängt das hier wieder an. Und dann so lange lernen und aufpassen und arbeiten und gucken, bis das wieder abgeht. Freunde, und jetzt haltet euch fest. So läuft das Leben. Also, das ist ja kein kurzfristiger... Oh, machen wir hier so ein bisschen noch. Ja, ist ja auch egal. Das ist ja kein kurzfristiger Prozess. Das ist ja... Wo ist überhaupt... Habe ich gerade weggeschmissen. Das ist ja kein kurzfristiger Prozess. So ist das Leben. Es kommt immer wieder eine Situation, wo du denkst, das ist jetzt doch nicht mein Ernst, oder? Und doch ist es. Schlechte Nachrichten. Ist es. Und wie geht das wieder weg? Gar nicht. Wichtig ist noch, dass du was Gutes draus machst. Also nicht rot, nicht in den Sack hauen, sondern lernen, aufpassen, drüber nachdenken, was man machen kann, damit es besser wird. Und dann geht die Kurve wieder hoch. Ich bekomme mittlerweile auch zwischendurch mal so Nachrichten von euch, die dann fragen, wer meine Trainer waren, wer meine Coaches waren, auf was für Seminaren ich war und so weiter. Da kann ich euch eigentlich gar keinen spezifischen nennen. Also ich kann nicht sagen, geht dahin oder der hat das gesagt, der hat das gesagt. Es ist mittlerweile, ich mache das ja auch schon jetzt mittlerweile ein paar Jahre, eine Kombination von allem. Also von allen möglichen Leuten. Und was ich in Zukunft machen werde, ist, wenn ihr also mehrere Fragen dazu habt, könnt ihr das auch gerne in die Kommentare schreiben. Aber ich werde selber so kleine Mini-Lektionen online stellen. Und da könnt ihr dann draufklicken und dann bombe ich euch zu mit E-Mails und sage, willst du es abonnieren? Abonniere es! Nein, das tue ich nicht. Sondern wenn euch das gefällt, könnt ihr dann einfach da draufklicken und dann gebe ich dazu Videos, einfach Video, ich weiß es nicht. Ich mache die auf jeden Fall für euch
wo ich dann einzeln darüber erzähle, was ich, wie, wo ich diese Techniken gelernt habe und wie man das, wie ihr das auch für euch nutzen könnt und was man noch alles machen kann. Ja. Wenn euch das gefällt, einfach liken und abonnieren. Und kommentieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich weiß gar nicht, beim nächsten Mal, ich habe hier noch eine Liste von Videos, die noch kommen. Beim nächsten Mal, warum haben wir Stress? Was ist das für ein Video? Warum haben wir, weil wir Stress haben. Also, im nächsten Video geht es darum, warum wir Stress haben. Aber bis dahin, passt auf euch auf, denkt dran, ich habe euch lieb. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi. So, jetzt werden wir erstmal hier ein bisschen schlafen.